Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Wohnungsmarkt in Nordrhein-Westfalen ist vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet, dass es ein sehr differenziertes Bild gibt in diesem Land. Wir haben stark wachsende Kommunen mit Düsseldorf, Köln, Bonn, Münster, Aachen und auch Bielefeld. Und wir haben die Situation in vielen ländlichen Bereichen, dass es dort durch den demografischen Wandel einen großen Wechsel gibt, auch in der Wohnungswirtschaft, im Wohnungsbereich. Kommunen, die Leerstände haben und die entsprechend sich sehr darum bemühen, die Einwohnerinnen und Einwohner zu halten in den nächsten Jahren. Die vorherige Landesregierung hat viel unternommen, um Schwung in die Wohnungswirtschaft in Nordrhein-Westfalen zu bringen. Wir haben mit der Wohnraumförderung ein Instrument auf den Weg gebracht, was im letzten Jahr dazu geführt hat, dass 40% der neu gebauten Wohnungen in Nordrhein-Westfalen, 40% der neu gebauten Wohnungen in der Bundesrepublik in Nordrhein-Westfalen gebaut worden sind. Es gibt kein Bundesland, nicht ansatzweise, und zwar nicht nur aufgrund der Größe und der Einwohnerzahl, sondern auch im Schnitt, wo mehr Wohnungen gebaut worden sind wie in NRW in 2015 und 2016. Wir haben aber auch die Situation, dass Mieterinnen und Mieter vielfachen Problematiken ausgesetzt sind, da wo Wohnungsunternehmen oder auch Vermieter eben nicht fair mit ihnen umgehen. Ich würde zwar auf jeden Fall sagen, dass 80 bis 90% der Vermieterinnen und Vermieter und auch der Wohnungsbauunternehmen fair und sachlich mit ihren Mietern umgehen, aber es gibt eben auch Problemfälle. Und deswegen hat die vorherige Landesregierung ein ganzes Maßnahmenbündel auf den Weg gebracht, um Mieterinnen und Mieter zu schützen. Es ging aus damals von der Enquetekommission Wohnungswirtschaftlicher Wandel, die in der Zeit der Minderheitsregierung und am Anfang der zweiten rot-grünen Regierungszeit getagt hat, damals unter der Leitung meiner früheren Kollegin Daniela Schneckenburger. Im Anschluss an diese Enquetekommission gab es ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Und wenn man sich jetzt den Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung anguckt, dann soll aber auch wirklich jede Maßnahme, die auf den Weg gebracht worden ist und die dazu führt, dass Mieterinnen und Mieter heute besser geschützt sind in diesem Land, soll abgeschafft werden. Deswegen haben wir entsprechend heute diesen Antrag vorgelegt und auch die SPD-Fraktion hat einen ähnlich lautenden Antrag entsprechend hier heute dem Plenum vorgelegt, um dieses deutlich zu machen und entsprechend scharf zu kritisieren. Sie müssen, liebe Landesregierung und auch liebe neue Ministerin, genau, ich sehe Sie jetzt da, Frau Scharrenbach, bitte mal erklären, warum Sie diese erfolgreichen Instrumente für mehr Schutz von Mieterinnen und Mietern wieder abschaffen wollen in Nordrhein-Westfalen. Diese Auffassung teilen wir explizit nicht. Nicht nur, dass Sie die ganzen Förderinstrumente infrage stellen und jetzt ja, das beweisen Sie ja heute mit Ihrem Interview in der Rheinischen Post, darüber nachdenken, wieder stärker in die Eigenheimförderung zu gehen, wieder stärker auf die grüne Wiese zu gehen, wieder stärker Wohnungsbau im ländlichen Raum vorantreiben zu wollen, sondern Sie wollen insbesondere eingreifen wollen in den Schutz der Mieterinnen und Mieter. Sie kritisieren, da liegen Sie aus unserer Sicht durchaus zwar mit der Grundkritik richtig, dass die Mietpreisbremse nicht greift, aber statt zu sagen, was man an der Mietpreisbremse ändern müsste, die Sie ja als Teil, jedenfalls die CDU, als Teil der Bundesregierung mit auf den Weg gebracht hat, wollen Sie die Mietpreisbremse ganz wieder abschaffen und sagen ja in dem Koalitionsvertrag explizit, das heutige Mietrecht gibt Mieterinnen und Mietern genug Möglichkeiten, um sich gegen unfaire Vergabe und gegen sozusagen Druck von Seiten der Vermietern zu wehren. Und da müssen wir Ihnen sagen, diese Einschätzung teilen wir explizit nicht. Wir brauchen weitergehende Instrumente und wir brauchen eine Anschärfung der Mietpreisbremse, die Mieterinnen und Mietern die Möglichkeit gibt, hier entsprechend rechtlich vorzugehen. Sehr geehrte Frau Scharrenbach, Sie müssen beantworten, warum Sie die Einschätzung haben, dass im Gegensatz zu allen Vorhersagen, und zwar jetzt nicht vom Deutschen Mieterbund oder anderen, sondern insbesondere vom Institut der deutschen Wirtschaft, was ja nicht im Ruch steht, jetzt unbedingt den Grünen allzu nahe zu stehen, warum Sie Instrumente auf den Weg bringen wollen,
die in die völlig andere Richtung gehen gegenüber dem, was Trendvorhersage für die nächsten Jahre und Jahrzehnte ist. Es zieht die Menschen und vor allen Dingen junge Menschen in die Städte. Und wir müssen uns insbesondere darum kümmern, dass die Städte unterstützt werden, die großen Kommunen, die entsprechend Druck haben auf dem Wohnungsmarkt, dass sie ein stärkeres und besseres Angebot machen können. Warum sie jetzt raus wollen wieder in die Peripherie, auf die grüne Wiese, natürlich, wenn Sie jetzt sagen, wie Sie es heute in der Rheinischen Post ja erwähnen, gerne auch mit S-Bahn-Anschluss, aber warum Sie mehr Flächenverbrauch in den nächsten Jahren betreiben wollen, statt die Kommunen, die unter Druck stehen, dabei zu unterstützen, dass sie die Wohnungsnachfrage nur annähernd auch bewerkstelligen können, das ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar, liebe Frau Ministerin. Um es zusammenzufassen, wir haben in den letzten Jahren in Nordrhein-Westfalen auf dem Wohnungsmarkt viel vorangebracht. Und mit wir meine ich gar nicht nur die vorherige Landesregierung, sondern ich meine das Bündnis für Wohnen, ein Zusammenschluss aus allen relevanten Akteuren der Wohnungswirtschaft, also sei es der Mieterschutzbund, sei es der Verband der Wohnungswirtschaft und sei es sogar Haus und Grund, was ja ein Verband ist, der jetzt auch nicht unbedingt im Verdacht steht, den Grünen oder SPD und Grünen nahezustehen. Ich erinnere mich noch an eine Veranstaltung im Rahmen des Wahlkampfes in Krefeld, wo ich damals neben dem damaligen CDU-Spitzenkandidaten Laschet saß und es war allein von der Tonalität her bei Haus und Grund so zugespitzt gegen die vorherige Landesregierung, dass Herr Laschet gar nichts mehr in seinem Grußwort in diese Richtung sagen musste. Aber trotzdem hat sich auch Haus und Grund an diesem Bündnis für Wohnen beteiligt und hat Bilanz gezogen in diesem Frühjahr, dass die Wohnungswirtschaft, der Wohnungsmarkt in Nordrhein-Westfalen auf einem guten Weg ist. Und es gibt ja in dem Koalitionsvertrag nun viel Lyrik und viel wohlklingende Worte, wo man wahrscheinlich erst im Herbst sehen wird bei Vorlage des ersten Haushaltes, was es damit auf sich hat und ob Sie als Landesregierung diese Versprechen auch erfüllen können. Aber im Bereich des Wohnungsmarktes gibt es so klare Aussagen, die sich von der vorherigen Politik unterscheiden, insbesondere in der Frage, ob Mieterinnen und Mieter noch den gleichen Schutz gewährleistet ist, wie es bei der vorherigen Landesregierung der Fall war, dass Sie an dieser Stelle Farbe bekennen müssen. Wie stehen Sie zum Mieterschutz? Wie stehen Sie zu den ganzen Instrumenten der Wohnungswirtschaft, die in den letzten Jahren erfolgreich waren in Nordrhein-Westfalen? Laut Ihrem Koalitionsvertrag wollen Sie all das zurückdrehen und infrage stellen. Und das weisen wir an dieser Stelle scharf zurück. Deswegen haben wir diesen Antrag vorgelegt. Deswegen führen wir heute diese Debatte und wollen, dass Sie heute hier im Plenum auch als neue Ministerin erstmals Farbe bekennen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege.